Hallo, guten Tag, liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klasse. Willkommen in der heutigen Deutschstunde. Das Thema der Stunde ist meine Clique, moje društvo. Ich bin Anita Boczak und ich freue mich, heute eure Lehrerin zu sein. Ihr wisst jetzt, was unser Thema ist, aber was lernen wir heute eigentlich? Nach dieser Stunde könnt ihr Aktivitäten in einer Clique nehmen. Nakon ovog sata ćete moći imenovati aktivnosti u jednom društvu. Ihr werdet Informationen einem Text entnehmen, einem Hörtext entnehmen. Moći ćete izdvojiti informacije iz slušanog teksta. Ihr werdet auch einen Dialog verstehen. Razumjet ćete Dialog. Und ihr werdet eine Person beschreiben. Moći ćete opisati jednu osobu. Und was braucht ihr eigentlich für diese Stunde heute? Ihr braucht ein Heft, etwas zum Schreiben, ein Kugelschreiber, ein Bleistift. Ihr braucht Internet natürlich auf dem Handy, Tablet oder Computer. Und was ganz, ganz wichtig ist, ihr könnt das Video jederzeit stoppen, um eine Pause einzulegen. Znači, jako je bitno, vi možete u svakom trenutku pauzirati snimku i trebate to učiniti kada vam se zada nekakav zadatak. Also, ihr wisst jetzt, was unser Thema ist, nämlich Clique. Mich interessiert aber, was macht ihr eigentlich zusammen in der Clique? Ganz wichtig für mich zum Beispiel ist Spaß haben. Ich kann auch mit meinen Freunden ins Kino gehen. Oder wir können Radfahren zusammen, Fahrrad fahren. Manche spielen auch Computerspiele. Euch fällt bestimmt noch vieles, vieles ein. Und das könnt ihr hier mit Hilfe des QR-Codes in die Mindmap eingeben. Znači, pomoću QR-koda možete u umnu mapu koju sam priredila za vas napisati još nekoliko stvari koje radite zajedno zu seinen Freunden. Viel Spaß! Ich habe ein sehr nettes Mädchen aus München kennengelernt. Ihr Name ist Sarah. Und Sarah erzählt uns über ihre Clique. Bitte schreibt diese 5 Sätze in euer Heft ab und entscheidet, ob die Sätze richtig oder falsch sind. Hört euch die Aufnahme von Sarah an. Hallo, ich bin Sarah und ich bin 13 Jahre alt und ich komme aus München. Ich besuche die 6. Klasse des Gymnasiums Erding. Heute möchte ich euch etwas über meine Clique 5 erzählen. Wir sind 5 Leute in der Clique. 3 Mädchen, Katrin, Micha und ich und 2 Jungs, Levin und Fabian. Und wir verbringen viel Zeit miteinander. Wir gehen zusammen ins Kino, machen am Wochenende ein Picknick im englischen Garten und spielen dort Volleyball. Letztes Jahr haben wir zusammen einen Ausflug mit der Bahn nach Passau gemacht. Das war lustig. Leider konnten wir uns in den letzten Monaten wegen dem Coronavirus nicht so oft treffen. Aber wir waren ständig online. Wir haben Computerspiele gespielt. Wir haben sogar meinen 13. Geburtstag online gefeiert. Meine Freunde haben mir Geschenke per Post geschickt und ich habe sie dann auf der Online-Party ausgepackt. Ist das nicht cool? Heute fahren wir zusammen zum See mit dem Rad. Und dort fahren wir Wasserski und essen ein Eis in der Eisdiele. Vielleicht treffen wir danach auch jemanden aus unserem Gymnasium im Café. Das wäre cool. Ihr könnt jetzt hier überprüfen, ob ihr die Aufgabe gut gemacht habt. Sarah ist 12 Jahre alt und besucht die 7. Klasse. Das ist falsch. 5 Freundinnen sind in der Clique. Das ist auch falsch. Es sind nicht 5 Mädchen, sondern 3 Mädchen. 3 Freundinnen und 2 Jungs. In den letzten Monaten haben sich die Freunde jeden Tag besucht. Posjećivali su se svaki dan zadnjih mjeseci. Das ist auch falsch. Wegen der Corona-Krise konnten sie sich nicht sehen. Die Clique feiert Geburtstage auch online. Das ist richtig. Sarah hat keine Geburtstagsgeschenke wegen Corona bekommen. Das ist falsch. Ihre Freunde haben ihr Geburtstagsgeschenke per Post geschickt.
Und dann auf dieser Online-Party haben sie die Geschenke zusammen ausgepackt. Hier habt ihr eine Zusatzübung und den Text geschrieben, nicht nur den Hörtext. Mit dem QR-Code kommt ihr zu der Zusatzübung oder mit diesem Link. Znači, pomoću poveznice i QR koda možete doći do dodatnog zadatka i pronaći tekst. Jetzt möchte ich euch bitten, den Text von Sarah nochmals euch anzuhören und die Verben, wie zum Beispiel fahren oder feiern, mit dem passenden Nomen zu verbinden. Trebate spojiti glagole sa odgovarajućim imenicama nakon što poslušate još jednom tekst. Prije toga sve prepišite u bilježnicu. Und jetzt wollen wir überprüfen, ob ihr das auch richtig gemacht habt. Zeit verbringen, provoditi vrijeme. Geschenke auspacken, otvoriti poklone. Wasserski fahren. Voziti skije na vodi ovaj put ili wakeboarding. Ein Picknick machen, ići na piknik. Geburtstag feiern, slaviti rođendan. Sigurna sam da ste ovo znali. Computerspiele spielen, igrati igrice. Eis natürlich essen, jesti sladoled. Ins Kino gehen, zapamtite, man geht ins Kino, ići u kino. Einen Ausflug machen, ići na izlet i zadnje zum See fahren. Ich hoffe, ihr hattet vieles richtig. In dieser Aufgabe möchte ich euch bitten, die Fragen mit Ja oder Nein zu beantworten. Ist die Antwort Ja, dann steht bitte auf. Ukoliko odgovorite sa da, ustanite se. Ukoliko vaš je odgovor ne, ostanite sjediti. Meine erste Frage ist, kannst du Wasserski fahren? Entschuldigung. Ja oder nein? Isst du gerne Eis? Ja oder nein? Spielst du Computerspiele am Wochenende? Verbringst du viel Zeit am Handy? Provodiš li puno vremena na mobitelu? Nadam se da ste ostali sjediti. Gehst du gerne ins Kino? Ja oder nein? Machst du einen Ausflug am Wochenende? Feierst du deinen Geburtstag im Garten? Fährst du zum See mit dem Fahrrad? Packst du deine Geschenke gleich auf der Party aus? Otvoriš li sve poklone odmah na domu ili čekaš da odu gosti? Machst du ein Picknick mit einer Clique? Ich bin mal gespannt, wie viele aufgestanden sind und wie viele sitzen geblieben sind. Sarah und Levin möchten sich verabreden. Sie haben WhatsApp-Nachrichten geschrieben. Bringt den Dialog in die richtige Reihenfolge. Ihr könnt diese Aufgabe auch online machen, mit Hilfe des QR-Codes oder des Links hier. Im nächsten Slide gibt es auch eine Audioaufnahme, die ihr euch anhören könnt. Hey Sarah, was geht? Wollen wir heute was zusammen machen? Hallo Levin, wir können ins Kino gehen. Ach nein, darauf habe ich keine Lust. Wollen wir zum See fahren? Was denkst du? Gute Idee, wann treffen wir uns? Ich bin bis 14 Uhr in der Schule. Wollen wir uns um 16 Uhr am See treffen? Ja klar, das klingt super. Schreibe eine Nachricht an die anderen, okay? Mach ich. Bis später. Ich freue mich schon. Tschüss. Und für alle Schüler, die ins Heft geschrieben haben, hier kommt die richtige Reihenfolge. Ihr könnt nochmal überprüfen, ob ihr alles richtig gemacht habt. Seht euch nun die Bilder an. Welches Bild passt zu welchem Adjektiv? Mutig, ein Superheld ist mutig. Sportlich, das versteht ihr bestimmt. Nicht ehrlich,
Jemand, der nicht ehrlich ist, hat eine sehr lange Nase. Hilfsbereit. Hilfe. Jemand, der gerne hilft. Fleißig kann man sein wie eine Biene, Biene Maya. Und lustig wie ein Clown zum Beispiel. Okay, jetzt schauen wir uns die Lösung an. Das erste Bild mit Biene Maya ist natürlich fleißig. Vredna. Superman ist mutig, ohne Hrabar. Diese Kinder sind sportlich. Dieser Junge mit dem Regenschirm ist hilfsbereit und Wollibomoji. Und dieser lustige Junge mit den blauen Haaren ist Mieschan. Und dann haben wir noch Pinocchio. Und Pinocchio ist nicht ehrlich und nie iskren. Prepišite sad u bilježnicu riječi i hrvatski prijevod. Ich habe Sarah auch gefragt, Sarah, was denkst du? Was macht einen guten Freund, eine gute Freundin aus? Und Sarah hat mir diesen Text geschickt. Hört euch den Text an und ergänzt die fehlenden Ausdrücke. Ich gebe euch einen Tipp. Es sind Adjektive, die wir schon gelernt haben. Für mich ist es wichtig, dass meine Freunde ehrlich sind. Ich mag Lügen nicht. Außerdem sollten Freunde lustig sein, zusammen lachen und Quatsch machen. Da meine Freundin Funda vor einem Jahr aus der Türkei nach München gekommen ist, kann sie noch nicht so gut Deutsch. Wir helfen ihr aber gerne damit. Sie sagt immer, dass wir sehr hilfsbereit sind. Sie ist aber so nett und fleißig, da helfen wir ihr natürlich gerne. Da ich ein Sportfan bin und Handball trainiere, finde ich es cool, dass meine Freunde sportlich sind. Oh, da fällt mir ein, dass ich gehen muss. Es ist schon 4 Uhr und meine Clique wartet auf mich. Sie haben auch schon ein Foto auf Instagram gepostet. Olli ist so mutig, er fährt Wasserski. Danke für das Gespräch. Hier überprüfen wir, ob ihr die Aufgabe auch richtig gemacht habt. Für mich ist es wichtig, dass meine Freunde ehrlich sind, sagt Sarah. Ich mag Lügen nicht. Ona ne voli laži. Osim toga, außerdem sollten Freunde lustig sein, zusammen lachen und Quatsch machen. Da meine Freundin Funda vor einem Jahr aus der Türkei nach München gekommen ist, kann sie noch nicht so gut Deutsch. Wir helfen ihr aber gerne damit. Sie sagt immer, dass wir sehr hilfsbereit sind. Bravo! Sie ist aber so nett und fleißig, da helfen wir natürlich gerne. Da ich ein Sportfan bin und Handball trainiere, finde ich es cool, wenn meine Freunde sportlich sind. Sehr gut. Oh, da fällt mir ein, dass ich gehen muss. Es ist schon 4 Uhr und meine Clique wartet auf mich. Sie haben auch schon ein Foto auf Instagram gepostet. Olli ist so wie ein Superman. Olli ist so mutig. Er fährt Wasserski. Danke für das Gespräch, sagt Sarah noch. Und jetzt liest diese Sätze. Welches Adjektiv passt zu welchem Satz? Wir haben wieder ehrlich, witzgren, sportlich, sportskitip, lustig, smiešan, mutig, hrabar, fleißig, vredan, hilfsbereit, netkotko voli pomoći. Znači, macht wieder eine Pause und schreibt diese 6 Sätze in euer Heft. Hier die richtigen Antworten. Ein guter Freund lügt nicht und ist nicht wie Pinocchio. Er ist ehrlich, ohne Iskren. Mit einem guten Freund habe ich immer viel Spaß. Wenn wir zusammen sind, wird es nie langweilig. Nikanir dosadno. Er ist lustig. Mein Freund spielt jeden Abend Fußball. Einfach klasse. Er ist sportlich. Wir in der Clique haben keine Angst. Auch nicht vor Spinnen, ne bojimo se ničega. Čakni pauka, mi smo jako hrabri. Wir sind mutig. Wir helfen unserer Freundin beim Deutschlernen. Wir sind hilfsbereit. Mein bester Freund trägt Zeitungen aus und bekommt Geld. Najbolji prijatelj, raznosi novine i dobiva novac. Er ist fleißig. Ich bin mir sicher, dass ihr diese Aufgabe auch problemlos lösen könnt, konntet.
Und wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Videostunde. In der letzten Aufgabe möchte ich euch bitten, eure Clique vorzustellen. Beschreibe deine Clique in einem kurzen Text. Mach dir zuerst Notizen zu den folgenden Fragen. Opišite svoje društvo pomoću ovih pitanja. Wie viele Personen seid ihr? Was macht ihr gerne zusammen? Wie sind deine Freunde? Was magst du an ihnen? Ovako možeš započeti rečenice. In meiner Clique sind so und so viele Personen. Wir sind zum Beispiel 12 oder 13 Jahre alt. Wir gehen in die 6. Klasse. Wir gehen oft zusammen schwimmen. Wir spielen Computerspiele. Meine Freunde sind. Ich habe hier auch einen Beispieltext geschrieben. Ihr könnt ihn euch durchlesen. Und dann macht ihr bitte diese Aufgabe wieder online und mit Hilfe des QR-Codes und des Links kommt ihr zu der Aufgabe, wo ihr sie machen solltet. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und was habt ihr heute alles gelernt? Malo ćete sami provjeriti što ste danas naučili. Ich kann einem Hörtext wichtige Informationen entnehmen. Ich kann passende Verben und Nomen verbinden. Ich kann einen Dialog verstehen und ich kann Personen beschreiben. Und das war's. Wir sind fertig für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Tschüss, macht es gut!